Willkommen zum Filmgespräch. Heute mal ein bisschen anders. Heute wollen wir mal einen Film besprechen, den wir beide noch nicht kennen und gleich auch erst im Fernsehen sehen. Bei der Serie Schläferz, die auf Tele5 läuft. Ich wette, die meisten unserer Zuschauer kennen das mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Die moderieren so ein bisschen durch den Film, immer wieder mit mehreren Einspielern. Und heute kommt ja die Mutter aller Trash-Filme. Der große Film von Ed Wood. Planet 9 vom Outer Space. Genau. Und jetzt möchte ich dich fragen, was erwartest du von dem Film? Gute Unterhaltung eigentlich in dem Sinne. Also ich habe die Biografie über Ed Wood gesehen mit Johnny Depp. Mhm. Guter Film von Tim Burton. Und da gab es auch schon ein paar Ausschnitte, wie sie das so gemacht haben. Und ich tippe mal, das ist eigentlich wirklich der ultimative Hobbyfilm eigentlich. So dass man was man heute so auf YouTube sehen kann, wenn irgendwer halt meint, dann möchte ich vielleicht so einen kurzen Film halt machen. Okay, dann gehen unsere Erwartungshaltungen tatsächlich in zwei ganz andere Richtungen. Deswegen habe ich dich gerade unterbrochen, weil ich erwarte, weil damals war ja Hobbyfilm noch gar nicht so technisch ja auch gar nicht möglich. Du brauchst eine Kamera, einen richtigen Kameramann, einen Sound öffnen. Ich erwarte eigentlich eher einen Hollywood-Film, vielleicht mit wenig Budget. Also eher in Richtung Corman als Romero sozusagen. Später Romero, aber darum geht es nicht. So im Sinne von trashig, aber er ist sich selbst nicht darüber bewusst, dass es trashig ist. Weil das weiß ich auch von Edward, dass der sehr von sich und auch seiner Arbeit überzeugt war. Und deswegen würde ich sagen, ich bin gespannt, was das für ein Film ist und wie der wirkt. Ob der billig gemacht wird oder schlecht, ob da schlecht Regie geführt wurde. Ich habe jetzt gestern Ran von Kurosawa geguckt, bin jetzt ein bisschen geschädigt. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen ernüchtert sein. Aber ich bin gespannt, wie der auf einen wirkt. Also wir sagen, wir beide eher so in Richtung auch Trash ist es auf jeden Fall. Und wir tippen drauf, dass er trotzdem unterhaltsam ist. Ja, also das würde ich auch sagen. Ich erwarte einen unterhaltsamen Film, der aber trotzdem ein bisschen einen noch so zum Nachdenken anregt. Jetzt nicht von den Themen her, der Film wird flach sein, aber so im Sinne von, wie man auch, wenn man das Thema nicht kann, sich trotzdem durch seinen Enthusiasmus und so ein Thema so vergraben kann. Ich bin sehr gespannt drauf. Oliver Kalkofe, Peter Rütten, immer unterhaltsam bei Schläferz. Also wir sind sehr gespannt und das ist jetzt unsere Anmoderation. Also es wundert euch nicht, wenn wir nach dem Cut gleich auf Armee in neuen Hemden sitzen. Wir machen das jetzt an zwei Tagen geteilt. Ja, das waren jetzt erstmal so unsere Eindrücke und Erwartungen vom Film Planet 9 from Outer Space. Wir sehen uns gleich, wenn es weitergeht. Woche später, wir sind immer noch traurig. Deswegen. Ja. Wir hatten euch angekündigt, beziehungsweise ihr seht das hier gerade davor. Plan 9 from Outer Space. Plan 9. Das habe ich schon eben falsch gesagt. Achso, ja, stimmt. Plan 9 aus dem Weltall. Ja, Plan 9 from Outer Space. Der Ed Wood-Film, wie eben schon angekündigt. Wir haken noch kurz ab. 1959, Ed Wood mit Bela Lugosi. So teilweise. Ja. Mehr oder weniger, passt ganz gut. Sag ich nur. Ja, und der Film war schrecklich. Der Film war ein Haufen Scheiße. Das war einer der schlimmsten Filmerlebnisse, wo vielleicht sogar das schlimmste Filmerlebnis, was ich jemals hatte. Und dass es dann mit Tele5 zusammenhängt, auch natürlich auch stundenlang geht. Ja. Was aber die ganzen Sachen mit Oliver Kalkofe, wie gesagt, das war ja die erste Schläferz-Folge von der neuen Staffel. Ja. Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Peter Rütten, genau. Witzig, sowieso mit den ganzen. Die binden ja immer ein, mit witzigen Sprüchen des Films. Das ist das Einzige, was mich zumindest nicht davon abgehalten hat, aus dem Fenster zu springen. Oder der, denn wirklich, sonst, das konnte man nicht schauen. Also es gibt Leute, die schauen diese Sachen natürlich ironisch an, aber wie? Also ich kann den wirklich nicht gucken. Ich kann ja viel Trash gucken. Ich kann ja diese Sharknopus-Scheiße und alles gucke ich mal gern. Mhm. Aber der Film hat keinen Unterhaltungsfaktor. Er hat keine guten Schauspieler. Er hat nichts. Mhm. Die Story ist dumm. Es geht um Außerirdische kommen auf die Erde und beleben Zombies wieder, die dann jetzt ihre untergebenen Ghule die Erde mit erobern sollen. Mhm. Und dann kommen ein paar dösige Polizisten, die versuchen, sie aufzuhalten. Und das klappt. Das ist so ganz, ganz hart zusammengefasst. Er gilt als der schlechteste Film aller Zeiten. Und das ist er. Und das liegt nicht an mittelmäßiger Schauspielerei, weil keiner der Schauspieler mittelmäßig. Alle sind schlecht. Die deutsche Synchro ist an manchen Stellen lächerlich schlecht. Mhm. Das ist noch nicht alles. Die Sets sind alle schrecklich. Das Flugzeugcockpit soll ja jetzt Negativbeispiel dienen. Aber halt alles, was man gesagt, alles nicht auf einer witzigen Art und Weise. Weil ich meine, Ed Wood dachte wirklich, oh ja, das ist jetzt so, soll es aussehen. Und das ist nö. Und er hat das halt auch so
Weil, ich weiß nicht, Oliver Kalkofer hat das anfangs gesagt. Was macht man, wenn man weder Geld noch Talent hat? Mhm. Und das ist es, weil man sieht seine Sets in Scheiße, er kann aber auch nicht damit umgehen. Er kann nicht sagen, okay, ich bin nicht Sam Raimi und drehe die Kamera so und beeinflusse das alles so, dass das immer noch gut aussieht. Evil Dead sieht heute noch gut aus, obwohl der mit kaum Budget gedreht wurde. Kann auch sein, dass er wohl einfach faul war, trotzdem noch dazu. Das weiß man ja nicht. Er wird ja immer so als der Enthusiast gezeigt, aber man weiß es nicht. Also der Film ist schrecklich öde. Ständig Tageszeitenwechsel, Day for Night Shots, die schlecht aussehen. Wenn das einmal passiert, ist das vielleicht noch amüsant, aber nicht, wenn das jedes Mal passiert und alles. Und kein Zusammen, nichts, kein Dialog macht Sinn. Es macht ja nicht mal gar keinen Sinn, wenn die miteinander gehen. Wir gehen nicht mal aneinander vorbei, sondern diametral ganz woanders hin. Das ist keiner der Dialoge, wirklich. Ihr könnt euch das auch nicht vorstellen, wenn ihr den Film gesehen habt. Die Dialoge, die verlaufen nicht in entgegengesetzte Richtungen. Die haben auch keinen künstlerischen Anspruch oder so, dass das einen Grund hat, dass das so läuft. Sondern es ist einfach schrecklich. Das schlimmste Beispiel ist echt immer noch, wenn dieser Colonel, da blenden wir euch ein Foto zu ein. In dem Fall müssen wir es machen, damit ihr wisst, worüber wir sprechen, weil wir können keinen Punkt aus der Story nennen. Da guckt der eine von der Armee anscheinend nach oben in den Himmel mit dem Fernglas und dann kommt anscheinend ein Soldat vorbei und die führen ein Gespräch. Ich habe in meinem Leben noch kein Gespräch gesehen, was so keinen Sinn ergab wie das Gespräch. An dem Film ist wirklich nichts gut. Der ist nicht trashig, der ist einfach so schlecht. Mir hat auch keinen Spaß gemacht zu gucken. Ich werde mir kaufen, einfach um hinzustellen und mal zu sagen, wie schrecklich. Es ist auch kein für mich ein Film, der Kultstatus nicht verdient hat grundsätzlich. Wenn die Leute, die vielleicht, gut, ein schlechtester Film überhaupt, weil für mich persönlich war da nichts. Das könnte ich mir lieber 20 Mal The Room anschauen mit Tommy Wiseau, weil ich den eigentlich irgendwie sowas sympathischer finde als jede einzelne Person, die bei Plan 9 vom Outer Space mitspielt. Ich glaube, eine Bewertung von 4,4 noch, circa, glaube ich, bei Online-Seiten ist eigentlich noch viel zu viel eigentlich. Richtung, wenn man sagt, es ist der Citizen Kane der schlechten Filme. Sowas. Aber für mich, er hatte einfach nichts Kultiges, gar nichts. Genau, es fehlt Scheiße. Auch das Kultige, weil so, wie viele Sachen könntest du jetzt aus The Room zitieren? Oh, hi, Mark. I did not. So, das kann man einfach zitieren. Genau. Und How's the Sex Life Go? Das kann man einfach zitieren, aber es war ja nichts Kultiges oder gut zu zitieren. Nee, nicht mal ein cooler Spruch oder so. Gar nichts. Selbst gut, die Synchro macht das natürlich nochmal alles weg. Ich weiß nicht, ob es im Englischen besser war, vielleicht nicht. Hast du schon mal einen irgendwas zitieren hören, da stand unter, oh, that's a quote from... Ich auch nicht. Ja. Keine Zitate, auch keine Bilder, so dass man sagt, das sieht so schrecklich aus. So, man findet ja öfter mal online Bilder von hier, Angriff der Killer-Clowns. So, irgendwie die Szene, wenn die da zusammen in dem Hauseingang stehen mit der Pistole. Das kennt man. Mhm. Aber der Film hatte wirklich nichts. Gar nichts. Schrecklich. 0 von 10. Ja, wenn man 0 Punkte vergeben könnte bei meiner, also IMDb ist ja meist so meine Seite auch, wo ich meist auch eine Watchlist führe oder sowas. Nö. Der hat seine 4,4 Punkte nicht verdient, gar nichts davon, überhaupt nicht und weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich nicht mal cool oder super, dass Bilal Rosi da mitgespielt hat. Ein Kultschauspieler. Ja, natürlich. Der hat bei jeder Szene, glaube ich, bei den 3 Szenen, wo er da war und die man vielleicht 30 Mal wiederholt hat, Pissbotten voll irgendwo langgelaufen ist. Das fand ich nicht super, nicht schön, nicht cool, gar nichts. Fand ich eigentlich nur traurig. Das war auch wirklich traurig, weil der Typ hat das offenbar für seine Flasche sozusagen, nicht für seinen, weil er da Interesse dran hat. Das war ja nicht mal fürs Geld geschauspielt. Ja, er hat mir nicht mal als 1 Euro gezahlt. Das war von dem Wurde eigentlich ausgenutzt. Wo ich nichts Böswilliges dahinter sehe grundsätzlich, aber am Ende. Es war ein schrecklicher Film. Also wirklich, guckt euch jeden Hammer-Horrorfilm lieber an, selbst die trashigsten. Guckt die alten Universal Monster-Filme nochmal. Guckt, was weiß ich, einen Brian Yusna-Film, wenn er nichts zu tun hat. Oder wenn ihr vielleicht mal gute Science-Fiction haben könnt. Oder selbst Science-Fiction-Stories, die ähnlich sind wie bei Plan 9 vom Outer Space. Schlachthof 5. Nein, auch guter Film. Ich meine, er ist die klassische Sendung Twilight Zone. Hat auch wenig Budget. Und selbst da sind manche Folgen abgrundtief schwachsinnig, aber halt einfach durch die Art und Weise, wie es erzählt wird. Gut, also für gute Science-Fiction aus der Ära, lieber Twilight Zone. Ansonsten schaut euch den Film nicht an. Oder guckt 2001, der ist immer gut. Also, Ed Wood, das war nichts. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Guckt diesen Film nicht, aber guckt Schläferz.
Genau. Bisschen die Quote rumhalten, Jungs. Guckt jedenfalls. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und dann? Nee, für den Film muss ich den Auto nicht. Nein, wirklich nicht. Ich mach's jetzt. Tschüss.